Heute beschäftigen wir uns mit den Bedürfnissen von Kindern unter 3, also im Krippenalter, und den Entwicklungsschritten und den Möglichkeiten, wie Pädagogen dann praktisch unterstützen können, was die Kinder in dem Alter brauchen. Also im ersten Lebensjahr ist ja die ganz große Frage, ne, wie kommt man aus dieser engen Gruppe der Familie, wo die Bindungen ganz stark sind, in eine andere Gruppe? Wie können sich die Kinder dann auch erweitern in ihrem Vertrauensbereich, also diese Innengruppe um weitere Personen ergänzen, die dann eben auch als Bindungspersonen angenommen werden? Und da ist dann natürlich dann dieser Übergang, also dieses Kennenlernen, sich trotzdem wohlfühlen, für die Kinder eine ganz große Herausforderung. Die müssen ja jemanden annehmen, und gerade in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres ist ja so die Fremdenangst besonders groß. Also so dieses Typische, was man kennt, dass die Kinder anfangen zu weinen, wenn ein bärtiger Mann ins Zimmer kommt. Das stimmt, ja. Genau, und gerade dann ist es für die Kinder natürlich dann auch erstmal eine große Herausforderung, jemanden neu anzunehmen und sich bei dem dann auch so wohl und so sicher zu fühlen. Auf alle Fälle kann ich Ihnen nur beipflichten, es ist wirklich eine ganz, ganz große Leistung, die die Kinder erbringen. Und wir legen ganz viel Wert darauf, dass dieser Übergang wirklich ganz sanft geschieht und dass das Kind sich auf die Bindung einlassen kann. Das ist ja unheimlich viel, was auf das Kind einströmt. Allein der Geräuschpegel, die vielen fremden Menschen, die Kinder, das Spielzeug, der Raum an sich. Das muss es erstmal wirken lassen. Und da ist es bestimmt eine ganze Woche mit beschäftigt. Und in der zweiten Woche fangen wir dann an, mal eine Trennung vorzunehmen am Ende der Stunde. Weil ganz wichtig ist, das Kind soll ja lernen, wenn Mama geht, es ist ein Abschied. Und ein Abschied darf auch wehtun, auch das muss ein Kind lernen, um dann letztendlich vielleicht auch für sich schon herauszufinden, wie gehe ich mit der Situation um? Habe ich da irgendwelche Strategien? Kleinere Kinder können das kognitiv natürlich noch nicht so. Da sind Übergangsobjekte ganz wichtig für die Kinder. Manche bringen ein Kuscheltier mit, manche nur ihren Schnuller. Und kürzlich hatte ich tatsächlich ein Kind, das hat eine Plastikschüssel mitgebracht. Das war das Thema im Moment zu Hause, die einfach immer so anzutippen, dass sie dann gekreiselt ist wie so ein Kreisel. Und dann hat die Mama das so erzählt und ich sage, wissen Sie was, das finde ich eine gute Idee, holen Sie die doch mal raus. Und die hatte die auch wirklich dabei, fand ich klasse, die hat wirklich gut mitgedacht. Und immer in Situationen, wo ich gemerkt habe, puh, jetzt will er wieder zur Mama krabbeln, jetzt braucht er wieder diesen Halt, diese Sicherheit. Da konnte ich ihn mit der Plastikschüssel ein bisschen ablenken und er hat sich wieder auf das Spiel eingelassen. Ja, warum eigentlich nicht? Ist ungewöhnlich natürlich, man denkt vielleicht erst an Kuscheltiere oder sowas, genau. Aber eigentlich geht es ja um den emotionalen Bezug zum Zuhause. Genau. Man erkennt es wieder und kann sich dann damit dann auch irgendwie zu Hause fühlen. Richtig. Ich finde, wahrscheinlich ist auch der Unterschied zwischen den Kindern, in welchem Alter sie kommen, ja ganz unterschiedlich, gerade weil im ersten Lebensjahr noch die Bindung zu einer Betreuungsperson dann eben eine 1:1 Bindung ist. Also die Kinder müssen wirklich sagen, diese Person ist für mich jetzt eine Erweiterung meines Familienumfeldes, während die älteren Kinder, die wollen ja eigentlich eher so eine Art, ja, dass man auch die ganze Gruppe im Blick hat, damit die, also da sind die Erzieher dann ja eher die Gestalter der Situation für die ganze Gruppe da. Aber bei den kleinen Kindern, die brauchen ja noch irgendwie auf alle Fälle viel stärker den Bezug zu einer Person. Das ist die 1:1 und Betreuung. Und das ist auch wirklich ganz witzig. Man merkt das immer wieder bei Kindern, die man eingewöhnt hat. Da kann die Eingewöhnung ein Jahr her sein oder anderthalb Jahre her sein. Wenn man ein neues Eingewöhnungskind bekommt, dann stehen die plötzlich wieder nebenan. So als wenn sie so ein Stück weit das eigene Terrain verteidigen müssen. Hallo, die hat aber mal mir gehört, ja. Finde ich ganz toll. Es zeigt eigentlich auch, wie gelungen dann auch diese Bindung vollzogen wurde. Ne? Genau, man sagt ja auch, diese ersten Bindungen, die Kinder aufbauen, sind für sie auch eine Art Vorbild, ein Role Model für alle weiteren Bindungen, die sie später aufnehmen. Ja. Die Kinder sind ja gar noch nicht in der Lage, im ersten Lebensjahr ihre Emotionen selbst zu regulieren, sich selbst zu beruhigen, sondern da sind sie ja immer darauf angewiesen, dass jemand von außen ihnen mit den Gefühlen hilft. Weil die Kinder haben ja auch nicht nur 2 oder 3 Plätze in ihrem Herzen, sage ich jetzt mal, sondern sie sind ja eigentlich schon offen für mehr Personen, aber dafür muss man immer erstmal investieren. Also das muss erstmal dieses Vertrauensverhältnis, diese Person ist mir so nah, die kann mir auch diese Stütze sein und für mich dann auch so eine Orientierung oder Ankerpunkt sein, dass ich dann auch diese ganze aufregende Situation mitnehmen kann. Wir waren ja gerade bei den anderen Kindern und wie spannend die anderen Kinder sind. Und vielleicht noch nicht miteinander spielen, das kommt dann erst später, aber nebeneinander her spielen, ohne ständig in Konflikte zu geraten. Und
das, was man selber möchte, mit den anderen irgendwie zu vereinbaren. Ja, es ist eine große Leistung, die die Kinder da vollbringen müssen, weil sie sind ja eigentlich erstmal völlig egozentrisch und auf sich bezogen. Und wenn die jetzt die Autokiste haben, dann wollen sie die ganze Autokiste. Und wenn dann ein anderes Kind kommt, dann abgeben und teilen, ganz schwieriges Thema. Sie spielen halt einfach noch nicht miteinander, sie spielen nebeneinander. Oftmals ist es so, dass Kinder in dieser Phase dann auch mal ob ihrer fehlenden Worte beißen. Mhm. Und das ist immer ein Thema im Bereich Kindergrippe. Und die Eltern sind dann immer ganz schockiert, weil ich meine, so ein Beißen tut schon wirklich weh. Also da wirklich, da können auch Verletzungen entstehen, die nicht ganz so witzig sind. Und dann gibt es diese zwei Lager, ne? Die einen sagen, ja, was ist mit deinem Kind und warum, wie hast du das erzogen? Und die Mutter von dem beißenden Kind macht sich Gewissensbisse, um Gottes Willen, was ist mit meinem Kind? Völlig normaler Entwicklungsvorgang. Ganz genau. Also ist auch, kann man in der Entwicklung beobachten, wenn man aggressives Verhalten über die Lebensspanne misst. Und im Kinderalter ist eigentlich da dann der Höhepunkt. Also die Kinder sind da besonders aggressiv, aber natürlich nicht, weil es böswillig ist. Ne? Ja, genau. Die wollen ja nicht böse sein zu anderen, sondern es ist so eine Hilflosigkeit. Ja. Man hat schon so ganz klare Vorstellungen davon, was man gerade möchte, welches Spielzeug einem gefällt, welche Pläne man hat. Man wollte da jetzt gerade was mit bauen. Und dann verstehen die anderen das nicht. Genau. Oder es lässt sich einfach noch nicht umsetzen. Die Kinder haben ja auch noch nicht die motorischen Fähigkeiten, alles zu machen, was sie sich gerade vorstellen. Und wir haben das vielleicht bei einem älteren Kind gesehen und das möchte ich jetzt natürlich auch machen. Genau, das ist ja auch das Spannende, gerade bei uns im Kinderhaus. Wir haben ja tatsächlich die kleine Altersmischung. Wir haben also nicht nur Krippenkinder bei uns in der Gruppe, sondern wir haben wirklich Kinder von 1 bis 6 Jahren. Mhm. Und ist natürlich ein unheimlicher Vorteil für die Kinder. Gerade die Kleinen, die sehen natürlich ganz viel, wie sie eben sagten, was sie noch gar nicht können, ne? Und sei es drum, dass sie vielleicht noch gar nicht laufen können und sich halt an dem Mobiliar entlanghangeln und sich festhalten am Lauflernspiegel und eigentlich hinterher wollen und das noch nicht können. Und da entsteht natürlich auch Frust, ne? Die Kinder mit einem Trotzanfall, die leiden da selbst darunter. Ja, und die kommen dann oft auch gar nicht raus aus der Situation. Ja. Niemand kann ihnen eigentlich helfen, niemand kann sie aus der Situation befreien. Manchmal kann man nur so wirklich nur sicherstellen, dass sie sich nicht verletzen oder jemand anderen und muss warten, bis diese Emotionen abgewallt sind. Ja, genau. Also dann ist auch dort, also in so einem Fall gerade, wirklich einfach auch so ein sicherer Ort, sei es drum die kleine Höhle oder was weiß ich, wo sich das Kind zurückziehen kann oder unterm Tisch oder so, dass man da trotzdem in der Nähe ist und sagt, ich bin bei dir, alles ist gut und dann kommt er auch wieder raus aus der Situation. Genau. Oder ganz oft geht es ja auch darum, irgendwie den Sichtkontakt zu dem Spielzeug, das jetzt gerade so begehrt ist, zu unterbrechen und so ihm ein Alternativangebot zu geben. So, ja, schon klar, dass du das jetzt so gerne möchtest, aber lass uns doch ein Buch lesen oder so. Und dann nur dadurch kann man irgendwie wirklich diesen Fokus auf das begehrte Objekt dann auch unterbrechen und den Kindern die Möglichkeit geben, auf andere Gedanken zu kommen. Es ist ja nicht nur Sprechen lernen, was die Kinder dann beschäftigt, sondern auch natürlich alle anderen Formen der Interaktion, also auch die Emotionen der anderen zu verstehen. Die eigenen Emotionen zu verstehen, dann auch zu lernen, wie kann ich die vielleicht steuern, wie kann ich mich beruhigen natürlich, aber auch, welche Sachen provozieren die anderen? Also da stecken ja noch viel mehr Sachen drin. Ganz, ganz viel Lernpotenzial. Ne? Und alles, was die Kinder gerade lernen, wollen sie eigentlich auch ausleben. Also immer faszinierend zu beobachten, wie sie dann sich tatsächlich auch mal in so einem Spiegel beobachten und sich zuschauen, wie sie weinen. Ne? Ja, Spiegel sind sehr faszinierend. Da ist immer ein Kind da. Das ist immer von der Stimmung her okay und meistens ganz interessant. Ja. Die schauen in den Spiegel, haben die Sicherheit, halten sich dann an der Stange fest und können das Geschehen im Hintergrund beobachten, ohne dass sie quasi offensiv darauf zugehen müssen. Aber sie haben es im Blick. Das ist ein super Beispiel dafür, nämlich ich möchte nicht hingucken, das ist gerade zu aufregend. Okay, ja, aber ich sehe es trotzdem. Genau, ne? Ich bin neugierig. Irgendwann ebbt es dann ab mit den Aggressionen, die Kinder können sich verständigen und es klappt auch viel mehr. Also das heißt, sie haben dann auch irgendwie das Rüstzeug, um mit der Umwelt erfolgreicher zu interagieren. Also sie können ihre Pläne umsetzen, sie können anderen sagen, hier ist meine Grenze, mach du das. Sie können auch Vorschläge machen, sie können auch alles, was um sie herum ist, irgendwie in einer anderen Weise als Werkzeuge benutzen. Ich habe jetzt den Plan, ich möchte das, was muss ich denn dafür machen, welche Zwischenschritte gibt es da noch? Genau, da werden dann die Spielmöglichkeiten viel größer, auch vielleicht die Ausweichmöglichkeiten, wenn man irgendwas nicht so gut kann und es einem auch keinen Spaß macht, dann gibt es so viele andere Spielmöglichkeiten. Und dann ist es auch leichter, mal zu sagen, naja gut, wenn das jetzt nicht geht, dann geht vielleicht einfach was anderes.